Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute The Next Generation, Star Trek, Bluebrix Pro, Typ 6, Shuttlecraft, 548 Teile, das ist die Nummer 104182. Bezahlt habe ich 39,95. Die Seiten alle gleich, kennt ihr ja. Und da ist die Rückseite. Wie immer, Verweis auf Star Trek, Verweis auf Bluebrix, Made in China, mit CE. Nichts für Kinder oder drei, weil man da die Hälfte verschlucken kann. Ja, ist klar. Das ist das etwas modernere von den beiden Shuttles. Alles, was ihr bedruckt aussieht, das sollen Prints sein. War bisher auch so und da gehe ich von aus, dass das auch bei diesem so ist. Schauen wir mal rein. Also ob da kleine Kartons drin sind, nein. Ups, genau andersrum. Macht auch Sinn, ne? Die offene Seite ist die Rückseite. Also in dem Karton, ein Karton, da drinne Baugruppen, mindestens vier. Ich habe hier nämlich Baugruppe 4. Und hier ist schon gleich der erste Unterschied zu sehen zu den anderen, die ich gebaut habe. Die bedruckten Teile sind hier in den Tüten mit drin. Da bin ich ja mal gespannt, ob das mit den Kratzern gut geht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das in den Tüten mit drin ist, ist das manchmal leicht verkratzt. Die Bauanleitung in Heftform, sehr schön. Und wie gehabt, alles was bisher gebaut wurde, hier sieht man das, ist ein bisschen leicht ausgekommen. Kann ich so irgendwie sehen, wie viele Baugruppen das sind? Mit Sicherheit. Na. Nee, kann ich nicht sehen. Es scheint wohl nur zwei Baugruppen zu sein. Ja, zwei Baugruppen. Dann verstehe ich da die vier nicht. Naja, ist ja auch egal. Wir werden es hinkriegen. Ich baue das Ding zusammen. Wenn es was Besonderes gibt, melde ich mich. Und ansonsten am Ende. In der Tat, zwei Baugruppen. Eine Platte, die einzeln verpackt ist. Die ist auch schön plan. Das Display-Schild ist einzeln verpackt und das ist so eine sehr, sehr gute Idee, das einzeln zu verpacken, denn dieses Schwarz ist sehr, sehr empfindlich. Und wenn das in den anderen Typen mit drin wäre, wäre das mit Sicherheit verkratzt. Zwei von diesen, na gut, dass das die Kanne ab ist, das ist egal. Zwei von diesen Werkzeug, nennt die Dinger, wie ihr wollt, Dinger, Werkzeugdingers halt. Ich schätze mal, da wird nur irgendein Teil wieder als Dekoration gebraucht. Zwei Baugruppen und eine Tüte. Da muss man viel Fantasie haben, was das für eine Baugruppe sein könnte. Ich vermute mal Baugruppe 1. Aber bei dieser Anzahl, das ist überschaubar, das kriegen wir eins hin. Bauschritt 1. Also richtig, der absolut erste Bauschritt. Meine Platte ist gerade. Damit diese Platte aber auch gerade bleibt, weil hier kommen Teile unter, muss diese Platte wirklich fest drauf gedrückt werden. Die Klemmkraft dieser Steine ist brutal. Richtig brutal. Nichtsdestotrotz, wenn ihr schon an dieser Stelle merkt, dass das nicht gerade ist, sondern wackelt, mein Tisch ist nicht hundertprozentig gerade, dann kann das nur daran liegen, dass irgendwas davon nicht richtig festgedrückt ist. Das liegt daran, weil die haben mittlerweile eine Klemmkraft, die ist wahnsinnig fest. Also nach diesem Fest kommt nur noch zusammenzementiert oder was, keine Ahnung. Also, wackelt was, diese Platte zusammendrücken. Zur Not Handballen drauf und mit Körpergewicht abstützen. Dann wird das Ding auch gerade, aber nur dann. Bauschritt 1.6. Ich baue das so, aber verstehen muss ich ja nicht alles. Dreht sich um diese, heißen die Dinger Teils. Für mich ist das eine Platte, flatte Fliese. Ich habe hier ein 2x8 gebaut, das Ding. Das kommt da gleich hin. Dann hätte das doch auch was mit Noppen sein können. Verstehe ich nicht, baue ich so zusammen. Wird schon gut sein. Schritt 1.8. Achtet bitte von diesem runden Teil genau auf die Ausrichtung, dass die geschlossenen Sachen zu den Seiten sind, weil in Schritt 1.11 wird das da so reingedrückt. Dann sieht das nachher so aus. Habt ihr das da irgendwie verdreht?
passt das nicht. Also schön sorgfältig auf die Anleitung achten und dann klappt es auch. Bauschritt 1.13. Guckt euch mal die Klasse Prinz an. Auf Schwarz, und das ist so raues Schwarz. Schwarz ist nicht gerade der dankbarste Druckuntergrund und trotzdem ein absolut akkurater Druck. Und man beachte, ups, wo ist mein Finger da? Auf jedem Stein was Separates. Andere Hersteller hätten das definitiv mit Prints gelöst, mit Stickern gelöst. Mir gefällt die Lösung mit dem Prints aber sehr, sehr gut. Klasse Detail, ist später innen drin und wird man kaum noch sehen. So, und jetzt haben wir Not und Elend, Klasse und Elend direkt beieinander. Klasse, der Aufdruck. Geht über zwei Steine, war in einer großen Tüte mit drin, ist wieder erwarten, nicht verkratzt. Kann man das so ein bisschen sehen? Das dreht sich um diese schwarzen Teile. Die waren auch in derselben Tüte drin, wo diese Dinger drin sind. Und siehe da, verkratzt. Also schwarz, gerade dieses schwarz glänzend, ist ein unwahrscheinlich empfindlicher Stein. Das muss mit dem Material zusammenhängen. Scheint wohl ein bisschen mühweicher zu sein. Auf jeden Fall schwarz und glänzend, verkratzt fast immer. Bauschritt 1.38. Also ich finde, bei fast 40 Euro für so einen Bausatz, für rund 600 Teile, bewegen wir uns eigentlich schon in einem preislichen Segment. Das ist schon ganz ordentlich. Also vom Preis will ich noch nicht mal was sagen. Nur wenn ich einen ordentlichen Preis nehme, dann will ich auch ordentliche Qualität haben. So, diese schöne braune Rauchglasscheibe hat leider viele Kratzer. Und nur der Vollständigkeit halber, ich nehme gleich die nächste dazu. Die hat genauso viele Kratzer. Nicht gut. Tja, wie hätte man das umgehen können? Einzeln einpacken. Dann sind die auch nicht verkratzt. Ja, jetzt kommt der andere wieder. Oh, wir haben noch einen größeren Berg mehr Müll. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist die erste Baustufe. Da kommt das jetzt auf zwei kleine Tüten auch nicht mehr drauf an. Aber dann wäre es wenigstens nicht verkratzt. Also, wenn ich 40 Euro haben will, dann will ich aber auch ordentlich Qualität haben. Wenn ich einen Ramschpreis nehme, dann kann ich auch Ramschqualität liefern. Also, das mit den Kratzern, das stört mich. Was ich positiv finde, ist, das ist alles fest. Auch wenn mal ein großes Segment wie hier nur mit zwei Noppen festgemacht wird, die Klemmkraft ist so brutal fest, da wackelt gar nichts, da bewegt sich nichts. Das gefällt mir wiederum gut. Das ist also kein Baufehler. Dass das da vorne links und hinten so praktisch auf der Noppe nur so aufliegt, das soll so. Kann man mit viel Fantasie an der Stelle auch so erahnen, dass das tatsächlich so soll. Ich war nämlich erst am Zweifel. Oh, habe ich was falsch gebaut? Nee, ich habe das anscheinend richtig gebaut. Das gehört so. So, Baustufe 1 fertig. Ein bisschen Kleinkram übergeblieben. Da ist es. Ups. Der einarmige Riese hier. Machen wir doch mal ein bisschen Licht dazu. Ich dachte, das wäre hell genug. Ja, das ist es. Bis jetzt. Schön überall mit dem Prinz. Auch schön alles akkurat in einer Reihe, obwohl das alles einzeln drin war. Hinten die Heckklappe. Das sind Schraubenschlüssel. Aus diesen Dingern daraus, wie vermutet, Dekoration. Auch nicht schlecht. Blick nach innen rein. Hübsch gemacht. Dieses Seitenteil hält im Grunde genommen nur mit diesen beiden Steinen. Aber es hält. Ich kann das da sogar dran anfassen. Also nicht irgendwo eine Stelle, wenn ich es da anfasse, dass es mir auseinanderbröselt. Und die Bautechnik, dass das da oben aufliegt, funktioniert, sieht gut aus. Soll wohl so. Bis jetzt, bis auf das mit den Kratzern, bin ich mit dem Bausatz sehr zufrieden. Ja, so langsam neigt sich der Bau dem Ende. Das sind die Warp-Gondeln. Da kommt gleich das Shuttle drauf. Das ganze Ding hier, das ist massiv gebaut. Massiv. Das heißt, da ist nirgends auch nur ein Fitzelchen Hohlraum drin. Ich glaube, da kann man auch Nägel mit in der Wand kloppen. Das Ding ist ja mal sowas von brutal fest und stabil. Das ist echt klasse. Fertig.
Dies eine Teilchen ist an der zweiten Baugruppe übrig geblieben. Ist aber auch egal, hat ja nichts gefehlt. Naja, und ein Berg Werkzeuge. Aber das ist ja auch logisch, wenn ich aus jedem von diesen Werkzeugdingern nur eins brauche. Dann haben wir hier den Ständer, der ist eigentlich nichts Besonderes, außer die Fliese. Eine 6x6, absolut akkurat bedruckt. Nicht ein Kratzer drauf. Wenn alle Teile so wären, dann wäre das die Hyper-Superklasse. Also wirklich kein Konstruktionshighlight, das Ding. Warum auch? Das soll die Plakette halten und das tut's. Den habe ich mal bewusst so hingeklopft. Das ist ein Klotz. Ja, das Ding ist im Minifigurenmaßstab gebaut. Nur leider gibt es keine Minifiguren. Schade. Aber im Zweifelsfall lieber gar keine Minifiguren als pottenhässliche Minifiguren. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber es gibt ja nun diverse Minifiguren. Aber irgendwie habe ich mich an die dänischen gewöhnt. Die anderen, die haben zwar auch was, aber wenn ich mir die mit den dicken Bubbleköpfen angucke oder so, weiß ich nicht, welchen Klammer. Ist auch egal, anderes Thema. Das Shuttle. Ja, das Shuttle ist hübsch. Wie gesagt, ein paar verkratzte Teile dabei. Schöne Ansicht von vorne. Mal die direkte Seitenansicht. Kann man ja auch mal nach oben schwenken. Ja, wenn man Sonnenlicht hat und Kunstlicht, das sieht irgendwie doof aus. Naja. Und dann direkt von hinten. Ja. Das ist nun mal so das Vorbild und so sah das auch aus. Wenn ich mir die Drucks angucke, alles total klasse. Das ist jetzt eine Sache, da dreht sich das um das Vorbild. Ich fand das schon immer irgendwie ein schönes Shuttle, aber hinten irgendwie ja, abgeschnitten. Weiß ich nicht. Aber da kann dieses Modell nichts für. Ich mag das Modell leiden. Mir gefällt das. Preis, ja, da spielen sie langsam auch schon wieder in der Oberklasse mit. Wir nähern uns so langsam den Preisen von dem polnischen Anbieter und von dem dänischen Anbieter. Aber die Klemmkraft ist auch da, wo die sind. Und hier sind Prints. Und zwar durchgängig. Also, ich mag es leiden. Schön detailliert von innen. Das gefällt mir. Schönes kleines Modell. Für mich war es die richtige Entscheidung, das zu kaufen. Und ihr entscheidet das wie immer für euch selber. Bis zum nächsten Mal auf Michaels Welt.